Herzlich willkommen zu dem Thema Leben nach dem Tod. Bleib dabei und entdecke die unglaubliche Wahrheit über unsere letzte Reise nach dem Tod. Amerika, die 20er Jahre. Im 19. Jahrhundert wurden auch die goldenen 20er genannt. Die Wirtschaft blühte in Nordamerika und mit ihr Kunst und Kultur. Junge Frauen schminkten sich, trugen die Haare kurz und rauchten in der Öffentlichkeit. Alkohol und Partys waren angesagt. Auch Rose lebte dieses exzessive Partyleben. Sie lebte für das Wochenende, für diesen Moment. Oft hat sie bis tief in die Nacht hinein gefeiert, getanzt und getrunken. Doch eines Tages passierte etwas Seltsames. Rose erkrankte an der Schlafkrankheit. Diese Schlafkrankheit trat in den 20er Jahren vermehrt in Nordamerika auf. In der Medizin ist diese auch bekannt als Enceplatis lethargica. So schlief Rose ein und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort lag sie mit offenen Augen und war dennoch in einem tiefen Schlaf gesungen. Sie schlief für ganze 40 Jahre. Ihr Herz war aber immer noch am Schlagen. Sie war am Atmen und sie wurde dabei künstlich ernährt. Doch sie war 40 Jahre am Schlummern. 1969. Da entdeckte Dr. Sachs ein Serum mit dem Namen Levodopa und der Doktor spritzte dieses Serum in den Körper von Rose. Augenblicklich wachte sie auf. Sie war 40 Jahre älter geworden. Als sie aufwachte, war ihr Verstand aber noch 40 Jahre in der Vergangenheit. Das heißt, Rose dachte, sie würde noch in den 20er Jahren leben. Sie hatte keine Ahnung, dass es bereits das Jahr 1969 geschlagen hatte. Als sie aufwachte, fing sie an, über die Freunde aus den 20er Jahren zu reden, über die Mode, über die Autos. Obwohl Rose wieder aufwachte und ins Leben kam, verstarb sie danach einige Jahre später. Die Bibel spricht auch von einem anderen großen Erwachen. Es wird der Tag kommen, sagt das Wort Gottes, da werden alle Menschen eines Tages aufwachen vom Tod. Die einen, um ewig zu leben, die anderen, um in das Gericht zu kommen und dann ewig tot und getrennt zu sein von Gott. Die Bibel sagt in Johannes Kapitel 5, die Verse 28 und 29, verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und sie werden hervorgehen. All die, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Wie viele werden auferstehen? Was sagt der Text in Johannes Kapitel 5? Alle Menschen. Alle? Das bedeutet, jeder Mensch, der jemals gelebt hat, wird auferstehen. Die einen zur Auferstehung des Lebens, die anderen zur Auferstehung des Gerichts. Heute wollen wir herausfinden, was es damit auf sich hat. Was passiert nach dem Tod? Wohin geht da unsere Reise? Wie können wir bei der Auferstehung des Lebens mit dabei sein? Wie ist es möglich, dass wir nicht bei der Auferstehung des Gerichts plötzlich aufwachen und meinen und dann auf einmal verstehen, oh nein, ich bin zum falschen Zeitpunkt aufgewacht? Heute wollen wir uns gemeinsam die Wahrheit aus dem Wort Gottes anschauen. Und die Wahrheit ist viel spannender als jeder Hollywood-Film, als jede Netflix-Serie, jedes YouTube-Video. Die Wahrheit ist etwas, was tief in uns hineindringt, uns für immer verändert und uns wirklich glücklich macht. Ja. Jesus Christus wird wiederkommen in den Wolken des Himmels und Millionen von Engeln werden ihn begleiten. Die Erde wird beben, die, der Himmel wird in strahlender Herrlichkeit leuchten und jedes Auge wird ihn sehen, jedes Ohr wird ihn hören. In der 1. Thessalonicher 4, Vers 16, da lesen wir, denn der Herr selbst wird mit einem lauten Befehl, unter dem Ruf des Erzengels und dem Schall der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen. Das ist keine heimliche Wiederkunft, keine Entrückung, die so mal so nebenbei passiert wo wir da meinen, oh, da sind Leute verschwunden. Nein, das ist ein globales, sichtbares, hörbares Ereignis. Jeder Mensch, der auf der Erde lebt, zu diesem Zeitpunkt, wird das registrieren und wahrnehmen. Jesus kommt nicht heimlich und unsichtbar wieder. Wie geht es weiter? Dann werden zuerst alle Gläubigen, die schon gestorben sind, aus ihren Gräbern auferstehen. Menschen, die mit Jesus gelebt haben, ihm treu waren werden, neue, unsterbliche, herrliche Körper bekommen. Und mit ihnen zusammen werden auch noch wir Übrigen, die wir noch auf der Erde leben, auf den Wolken hinaufgehoben werden in die Luft, um den Herrn zu begegnen und in Ewigkeit bei ihm zu bleiben. Wenn wir noch leben bei der Wiederkunft Jesu, und Jesus kann wirklich sehr bald wiederkommen, dann werden wir auch einen neuen und sterblichen, verwandelten Körper bekommen und mit den toten Gläubigen, die dann wieder lebendig sind, in den Himmel fliegen, Jesus Christus entgegen. Was wird das für ein gewaltiger Moment sein? Familien werden wieder vereint sein. Musstest du deinen Ehemann, deine Ehefrau zur Ruhe legen? Ist vielleicht ein Angehöriger an Krebs gestorben? Jemanden, den du geliebt hast, an Herzinfarkt? Es gibt Hoffnung. Die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Vielleicht hast du ein Kind durch den Hautanfall verloren. Oder jemand ist, den du geliebt hast, an Leukämie gestorben. Es gibt Hoffnung. Jesus Christus kommt wieder. Er wird die Familie wieder zusammenführen. Sind das keine guten Nachrichten? Hier ist meine Mutter. Für meine Mutter war das damals unglaublich wichtig, schwanger zu werden. Ich meine, das ist ja normal, als Frau trägt man das in sich zu diesem Wunsch, Kinder zu haben und das ist etwas Großartiges. Als sie dann schwanger war, hat sie sich sehr gefreut. Leider hielt meine Mama dann bei der Untersuchung vom Arzt eine Schreckensnachricht. Frau Heibutzke, sagte der Doktor, ich muss Ihnen leider mitteilen, da stimmt irgendetwas nicht bei Ihnen. Sie haben, naja, das kleine Wesen in Ihnen, das ich muss Ihnen mitteilen, das ist gestorben. Sie haben eine Fehlgeburt. Dann sagte der Arzt noch weiter zu meiner Mutter: Sie haben eine stark abgesenkte Gebärmutter. Sehr wahrscheinlich werden Sie in Zukunft nie wieder Kinder bekommen können. Sie müssen mit, einer nach der, müssen mit weiteren Fehlgeburten rechnen. Und von meiner Mutter brach eine Welt zusammen. Sie war am Boden zerstört. Für immer keine Kinder mehr bekommen und jetzt hatte sie das erste Kind durch eine Fehlgeburt verloren. Zum Glück hatte der Arzt keinen nicht recht behalten. Ihr seht, ich als Sohn meiner Mutter bin am Leben, habe auch eine liebe, tolle Schwester, aber ich bin davon überzeugt, dass die erste Fehlgeburt, das war ja schon ein Lebewesen, das war schon ein Mensch, dass eines Tages, wenn Jesus Christus wiederkommen wird, dieses kleine Wesen im Bauch meiner Mutter da sein wird, dass vielleicht halt ein Engel kommen wird und dann dieses Baby in die Arme meiner Mutter legen wird. Und dann werde ich einen neuen Bruder oder eine neue Schwester haben. Und auf diesen Moment freue ich mich, Jesus Christus kommt wieder und dann werden wir als Familie wieder vereint werden. Vielleicht fragst du dich heute auch, ja, aber... Was ist, wenn mein geliebter Angehöriger, der Mensch der, mir so, der Mensch, der mir so viel bedeutet, nicht mit dabei ist, wenn Jesus Christus wiederkommt? Es gibt heute viele Fragen im Leben, auf die wir nicht immer konkrete Antworten haben. Doch eines wissen wir, und das hier sind sehr gute Nachrichten. Der Himmel wird ein Ort der unglaublichen Liebe sein. Die Liebe Gottes wird unsere Herzen füllen. Alle unsere Bedürfnisse werden gestillt sein. Und Jesus möchte, dass wir, uns, dass wir ihm vertrauen. Er schuf dein Herz, deinen Verstand. Er weiß, wie du tickst und er weiß, was du brauchst. Und nur er kann dich wirklich glücklich machen. Also lass uns über diese Fragen, ja, wie wird das sein, wenn jemand, den ich liebe, nicht auf der neuen Erde sein wird, wie wird das für mich sein? Lass uns diese Fragen einfach mitten in den Himmel und Gott wird uns gute Antworten geben und er wird abwischen, alle unsere Tränen und es wird kein Leid und kein Geschrei mehr sein. Wir werden uns freuen, so sagt die Bibel in 1. Petrus 1, Vers 8, über Jesus mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Glaubst du das? Vertrau Jesus. Er wird alle deine Fragen beantworten. Wenn Jesus kommt, gibt es nur zwei Gruppen, die Erlösten und die Verlorenen. Manchmal fragen mich Menschen, Daniel, werden die Menschen noch eine zweite Chance haben, nachdem Jesus wiedergekommen ist? Und dann sage ich, Jesus Christus gab mir bereits schon. Tausende, Zehntausende, Hunderttausende, Millionen Möglichkeiten, um mich für ihn zu entscheiden. Eine Chance nach der anderen. Warum soll, mir, soll Jesus mir dann noch eine weitere Chance geben? Hier ist der Ort, wo wir Entscheidungen treffen können. Nach der Wiederkunft Jesu gibt es keine zweite Chance. Da ist das Schicksal aller Menschen für alle Ewigkeiten besiegelt. Lesen wir gemeinsam 2. Thessalonicher Kapitel 1, die Verse 7 bis 9. Euch, die ihr verfolgt werdet und auch. Uns wird er Frieden schenken, wenn Jesus der Herr vom Himmel her erscheinen wird. Er wird mit seinen mächtigen Engeln kommen. Hier geht es darum, dass Jesus kommen wird. Er wird uns Frieden geben. Aber da gibt es noch eine andere Menschengruppe, die Jesus nicht mit Frieden und Freude erwartet. Das sind die Ungläubigen, noch lebende Menschen bei der Wiederkunft Jesu. 2 Thessalonicher Kapitel 1, die nächsten Verse. Inmitten von Feuerflangen kommt Jesus, um das Gericht über diejenigen zu bringen, die Gott nicht kennen, über diejenigen, die der Botschaft von Jesus, unserem Herrn, nicht gehorchen. Wie geht es weiter? Sie werden mit ewigem Verderben bestraft werden und für immer vom Herrn und von seiner herrlichen Macht getrennt sein. Also keine zweite Chance. Die Sünde ist in der Gegenwart Gottes brennendes Material. Und das ist heute zwei Möglichkeiten. Wenn du sagst, Herr Jesus, ich möchte deinen Willen tun und dir treu sein, Vielleicht hast du gesündigt, gegen Gott rebelliert, vielleicht kämpfst du mit dieser einen Sache, dann komm zu Gott und bring sie ihm und er wird dir vergeben. Oder du sagst, ich liebe diese Sünde, diese eine Gewohnheit, diese eine Sache, die mich von Gott trennt und dann wirst du am Ende, das sagt die Bibel, brennen werden in der Gegenwart Jesu. Wir alle müssen sterben, aber Jesus hat uns erlöst von unseren Sünden. Sünde bedeutet Tod. Irgendjemand muss ja für deine Sünde sterben. Jesus hat dich befreit von dem zweiten Tod. Wie? Indem er die Sünden an deinem an dem Kreuz trag, auf sich nahm. Aber wenn du deine Sünden nicht für Jesus gibst, dann musst du selber dafür eines Tages büßen. Und das möchte Gott nicht. Und deswegen redet er zu dir und er liebt dich. Und er wird immer wieder anklopfen und sagen, bring diese eine Sache zu mir. Bitte um Vergebung und ich werde dir verzeihen und dir ein neues Leben geben. Wenn Jesus kommt, ist das Schicksal der ganzen Menschheit für immer entschieden. Entweder bist du erlöst oder verloren. Abhängig von den Entscheidungen, die du in deinem Leben getroffen hast. Was sind die Ereignisse beim Kommen Jesu? Die Bibel ist da ganz klar. Erstens, wir erleben eine Auferstehung der Gläubigen. Die Gläubigen erhalten Unsterblichkeit. Die lebenden Gläubigen werden getötet. Entschuldigung, die lebenden Ungläubigen werden getötet. Die toten Ungläubigen bleiben tot und die Gläubigen steigen mit Jesus in den Himmel. Aber dennoch gibt es Christen, die da die Fragen stellen. Ja, was passiert denn nach dem Kommen Jesu? Gibt es noch Menschen, die auf der Erde lebendig zurückgelassen werden? Was passiert mit Satan? In welchem Zustand befindet sich dann die Erde? Wann macht Gott die Erde neu? Die Bibel gibt Antworten auf diese wichtigen Fragen. Gehen wir gemeinsam in das letzte Buch der Bibel, das Buch der Prophetie, die Offenbarung. Und da wollen wir uns heute näher mit dem Kapitel 20 beschäftigen. Offenbarung 20, die Verse 1 und 2. Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabkommen, der hatte den Schlüssel des Abgrunds und eine große Kette in seiner Hand. Was wird im Kapitel vorher beschrieben? In Offenbarung Kapitel 19 schildert die Bibel die Wiederkunft Jesu. Hier kommt Jesus als siegreicher General mit den Armeen des Himmels wieder. Dann diese Worte. Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte den Schlüssel des Abgrunds und eine große Kette in seiner Hand. Was ist der Abgrund und wer wird hier gefesselt? Warum? Und er ergriff den Drachen, die Schlange, die der die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und band ihn für tausend Jahre. Was ist das hier für eine Kette, die Satan für tausend Jahre fesselt? Und wie wird er gefesselt? Ist das so eine ganz schwere eiserne Kette, die kein Mensch tragen kann? Was macht Satan während dieser Zeit der Fesselung? Lasst uns gemeinsam in die Bibel heute näher hineinschauen. Wir haben hier einmal das Wort Millennium. Auch wenn dieses Wort nicht so direkt in der Bibel vorkommt, spricht die Bibel hier von einem Millennium. Das Wort Millennium besteht aus zwei lateinischen Wörtern, das ist Mille, das ist tausend und annium, das sind Jahre. Das Millennium steht hier, steht hier für eine Zeitspanne von tausend Jahren. Und dann haben wir noch hier den Abgrund. Die Bibel gibt wieder eine Antwort und deutet uns dieses Wort. Wenn wir mal zurückgehen in die Bibel, in das Neue Testament, dann haben wir einmal hier das Griechische und im Alten Testament haben wir das Hebräische. Und das Wort Abgrund im Griechischen bedeutet abyssos. Wollen wir das einmal gemeinsam sagen? Abyssos. Sehr gut. Abyssos. Und wenn wir jetzt zurückgehen in das Alte Testament, da gibt es auch die Septuaginta, also das heißt, da wurde dann es gibt auch eine griechische Abschrift vom Alten Testament und im ersten Buch Mose Kapitel 1, Vers 2 steht hier, 1. Mose Kapitel 1, Vers 2, die Erde aber war wüst und leer. Wüst und leer bedeutet Abysos. Bevor es also Leben auf der Erde gab, war die Erde wüst und leer. Da waren keine Pflanzen, Tiere oder Menschen, da war Abysos, ein Ort der Dunkelheit, ein desolater Zustand, das war Verwüstung. Wenn Jesus das zweite Mal wiederkommen wird, werden die Gläubigen mit in den Himmel genommen werden, die Ungläubigen werden vernichtet und die Erde wird ein Ort voller Dunkelheit und Verwüstung sein. Hier in 1. Mose Kapitel 1, Vers 2 können man den Text auch so lesen: die Erde aber war Abyssos, also ein Ort der desolaten Zerstörung. Da waren keine Menschen, keine Tiere, keine Pflanzen, da war einfach Dunkelheit. Wenn Jesus Christus das zweite Mal wiederkommen wird, dann werden die Gläubigen mit in den Himmel genommen werden, Satan wird auf der Erde zurückgelassen werden, die Ungläubigen sterben und dann ist dieser Ort hier auch wüst und leer. Dann haben wir hier auch ein Abyssos auf der Erde. Wenn Jesus das zweite Mal kommt, dann werden die Städte dieser Welt zerstört sein. Die Ungläubigen werden getötet, einfach da liegen. Überall sehen wir dann Leichen auf dem Boden. Dann wird diese Erde wieder wüst und leer. Warum erschafft Jesus bei seiner Wiederkunft die Erde nicht einfach gleich neu? Warum sind die Gläubigen für tausend Jahre im Himmel? Warum ist der Teufel für tausend Jahre gebunden? Was hat das überhaupt mit dem Erlösungsplan zu tun? Was bedeutet es, dass Satan für tausend Jahre gefesselt ist? Wieder gibt die Bibel eine Antwort. Denn wenn Gott die Engel nicht verschonte, die gesündigt hatten, sondern sie in Fesseln der Finsternis in den Abgrund warf, um sie zum Gericht aufzubewahren. Fesseln sind in der Bibel oft Fesseln der Finsternis oder Fesseln durch Umstände. Bei der Wiederkunft Jesu sind die lebenden Ungläubigen durch das Feuer Gottes vernichtet worden, die toten Ungläubigen bleiben tot, die Erde ist verwüstet und Satan wandert über die zerstörte Erde hin und her. Satan ist durch die Umstände gebunden, er ist gefesselt in der Finsternis, da ist niemand, den er mehr verführen kann. Tausende von Jahren hat Satan wie ein Workaholic gearbeitet. Er hat immer wieder versucht, Menschen in den Abgrund zu treiben, von Jesus Christus zu trennen. Er hat sein Geschwür der Ich-Sucht verbreitet. Ja, und viele Menschen sind hineingefallen. Er hat zu den Menschen gesagt, folg mir nach, ich mache dich glücklich. Übertrete die Gebote Gottes und hast du Freiheit. Denk einfach nicht nach. Tu das, was sich gut anfühlt, dann geht es dir gut. Satan hat immer wieder plädiert, Ungehorsam bringt Freude. Aber Gott sagte, der Lohn der Sünde ist der Tod. Wenn das Universum die zerstörte Erde sehen wird, werden alle Lebewesen verstehen: Ja, der Sünde soll ist der Tod, aber die Gnade Gottes ist ewiges Leben. Gott ist Liebe, nur er kann uns Frieden und Freiheit geben. Alle Lebewesen, alle Mächte im unsichtbaren Universum werden verstehen: Sünde führt in den totalen Untergang. Während den ganzen tausend Jahre sind die Gläubigen im Himmel und genießen die Liebe Gottes. Sie erkennen, dass Gott jedem Menschen die Möglichkeit gegeben hat, ewiges Leben anzunehmen. Sie sehen, dass Gott aus Liebe gehandelt hat. Jede Frage wird beantwortet werden. Zur gleichen Zeit ist die Erde ein Ort der totalen Verwüstung. In Jeremia, Kapitel 4, Vers 23 bis 27 zeichnet die Bibel dieses düstere Bild. Ich schaute zur Erde, doch siehe, sie war wüst und leer. Und zum Himmel aber sein Licht war verschwunden. Wann war die Erde schon mal wüst und leer? Vor der Schöpfung. Aber wird hier die Schöpfung beschrieben? Lesen wir weiter. Ich schaute die Berge an, doch sie sehe, sie erbebten, alle Hügel schwanken. Warum beben die Hügel? Weil Jesus mit Macht und Herrlichkeit wiedergekommen ist. Ich schaute und siehe, da war kein Mensch mehr und alle Vögel des Himmels waren verschwunden. Also gibt es da noch Menschen auf der Erde? Nein, da ist ja kein Mensch mehr. Es muss also ein Zeitpunkt sein nach der Wiederkunft Jesu. Ich schaute und siehe, das fruchtbare Land war zur Wüste geworden und siehe, alle seine Städte waren zerstört vor dem Herrn, vor dem Glut seines Zorns. Jesus Christus kommt wieder und nimmt die gläubigen Menschen mit in den Himmel. Vielleicht sagen einige ja, warum nimmt Jesus nicht alle Menschen mit in den Himmel? Warum nimmt Jesus nicht gleich eine ganze Stadt mit in den Himmel? Wenn Jesus Stuttgart mit in den Himmel nehmen würde, dann wäre der Himmel nicht Himmel, dann wäre der Himmel Stuttgart. Und dann würden wir die gleichen politischen, religiösen, kulturellen Konflikte auch im Himmel haben, die wir hier in Stuttgart haben. Aber Jesus möchte ein neues Reich schaffen, ohne Probleme, ohne Konflikte. Gott möchte uns Frieden und Freiheit geben. Und wenn Sünder im Himmel sein würden, würden sie sich gar nicht wohlfühlen. Denn Sünder sagen, ich habe dann Freude, wenn ich das tun und lassen kann, was ich möchte, ohne die Kontrolle der Zehn Gebote. Aber die Zehn Gebote sind ja keine Kontrolle, im Gegenteil. Es ist eine Bedienungsanleitung für uns, um ein glückliches Leben zu führen. Das hier sind die tausend Jahre. Die Bibel sagt hier, so spricht der Herr, das ganze Land soll verwüstet werden, doch ich will ihm nicht ganz ein Ende machen. Warum? Weil er es neu schaffen wird. Einen neuen Himmel, eine neue Erde wird der Herr machen. Und Satan, er sieht das Resultat seiner Arbeit. In Jeremia 25, Vers 33 lesen wir diese harten Worte. Und an jenem Tage werden die vom Herrn Erschlagenen da liegen, von einem Ende der Erde bis zum anderen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Satan währenddessen über die zerstörte Erde läuft. Er entdeckt Menschen, an die er sich erinnert. Mein Satan kennt ihr. Ja. Die Menschen, die er verführt hat, er kennt jeden Menschen. Und da liegt, sieht ihr da vielleicht jemand auf der Erde liegt, mit dem Gesicht nach unten. Und er dreht diesen Menschen um mit seinem Fuß. Und dann erkennt er das Gesicht wieder und sagt, ah, das war doch dieser eine Mann, den ich damals verführt habe. Und er freut sich, dass er für alle Ewigkeiten von Gott getrennt ist. Und Satan denkt über diesen jungen Mann nach, während er ihn immer noch ins Gesicht starrt. Hey, hey, das war doch dieser eine Mann, der hatte eine Frau und zwei junge Töchter. Seine Frau war Christin. Und seine Töchter haben Jesus geliebt. Aber dieser junge Mann war, war damit beschäftigt, viel Geld zu machen. Seine Frau hat immer wieder eingeladen und gesagt, komm doch mit in die Gemeinde, bitte, bitte. Und seine Töchter haben auch gesagt, Papa, Papa, tu es doch uns einmal zuliebe, komm doch nur einmal mit in die Gemeinde. Aber der Papa, dieser Mann, der dort jetzt tot werden in tausend Jahren liegt, hat damals zu seinen Lebzeiten gesagt, naja, irgendwann werde ich mitkommen. Er hat die Entscheidung auf die lange Bank geschoben, ich muss erstmal noch mehr Geld verdienen. Wir müssen unseren Lebensstil erhalten können. Ich möchte, dass wir in einem schönen Haus wohnen, dass ich ein gutes Auto fahre, dass meine Töchter schöne Kleider tragen. Und so hat dieser Mann jeden Samstag gearbeitet. Er hat niemals einen Schritt in die Kirche gewagt. Und irgendwann dann, eines Tages, merkte der Mann, wie die Erde am Beben war. Da war ein universales, kosmisches Ereignis. Der Himmel erstrahlte seine Herrlichkeit. Millionen von Engeln kamen wieder. Und da war eine Wolke zu sehen. Auf dieser Wolke war Jesus Christus und seine Herrlichkeit. Wenn seine Frau und seine Töchter sich freuten und strahlten voller Freude, hatte er Angst vor Jesus Christus und kippte tot um. Und jetzt liegt er da und Satan lächelt und sagt, ja, dieser Mann hat keine zweite Chance mehr. Er hat sich gegen das ewige Leben entschieden. Er gehört jetzt mir. Die Bibel ist ja ganz deutlich. Diese Menschen werden nicht beklagt, nicht gesammelt und nicht begraben werden. Zu Dünger auf dem Erdboden sollen sie werden. Und nochmal, das sind harte Worte. Aber warum sagt Gott uns das hier? Nicht, um uns Angst zu machen, sondern weil er uns liebt. Ich habe einen kleinen Sohn, ich habe zwei Söhne. Der eine ist drei Jahre alt, der andere ist ein halbes Jahr alt. Und wenn man ein Dreijähriger zur Steckdose geht und da gerne seine Finger hineinstecken möchte oder mit einem Stift da herum hantieren möchte, dann muss ich manchmal auch klare, deutliche Worte sagen. Dann muss ich ihn wegziehen. Und dann muss ich ihm auch eine Strafe mal geben, wenn er nicht horcht, weil da geht es ja auch um Leben oder um Tod. Wenn er seinen Finger in der Steckdose hat, dann nachher stirbt der kleine Mann und das möchte ich nicht. Und Gott warnt uns auch in seinem Wort, er sagt, ich liebe dich und deswegen kehr um zu mir. Hör auf diese Warnung. Bitte hör darauf. Ein liebevoller Gott will eines Tages das Krebsgeschwür der Sünde aus dem Universum schneiden. Und er ruft dich heute auf, spiel nicht mit der Sünde, egal was es ist, auch wenn du meinst, noch einmal, einmal ist keinmal, das kann noch warten. Ich liebe das so sehr und ich kann davon nicht lassen. Bring deine Sünde zu Jesus. Am Ende wirst du sie so oder so verlieren. Komm zu dem Heiland, noch heute und er wird dir neues Leben geben. Liebe bringt Leben, Egoismus bringt den Tod. Ein liebevoller Gott kann keine verlorenen Menschen mit in den Himmel nehmen, weil diese voller Egoismus sind. Erst wenn Jesus uns von unserer Sündere reinigt, können wir in das Reich Gottes tatsächlich kommen. Hier ist jetzt Satan mit seinen Dämonen für wie lange auf der Erde? Für tausend Jahre. Aber wo sind die Erlösten zur gleichen Zeit? Offenbarung 20, Vers 6 gibt eine Antwort. Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht. Sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren. Wie lange? Tausend Jahre. Also, wenn du einmal geboren bist, stirbst du zweimal. Aber wenn du zweimal geboren bist, dann stirbst du nur einmal. Ja, klar, wenn du nur einmal geboren bist, also körperlich, stirbst du zweimal. Das ist einmal der Tod auf der Erde und dann der ewige Tod. Wenn du zweimal geboren bist, also körperlich und geistlich in Jesus Christus, dann wirst du nur einmal sterben. Einige von uns werden vielleicht gar nicht sterben. Vielleicht kommen wir jedes Jahr bald wieder und dann werden wir gleich mit aufgenommen werden in den Himmel, ohne den Tod einmal zu schmecken. Die Ungläubigen sind tot werden in tausend Jahren, die Gläubigen sind mit Jesus im Himmel. Was machen sie da? Offenbarung 20, Vers 4. Und ich sah Throne und sie setzten sich darauf und ihnen wurde das Gericht übergeben. Hm, werden wir das Gericht halten auf der neuen Erde? Werden wir über das Strafmaß entscheiden der Ungerechten? Was meint der Text hier? Da gibt es in der Bibel Biografiebücher. Also über jeden Mensch gibt es Bücher. Und in Prediger, im letzten Kapitel lesen wir, dass alles ins Gericht kommt. Alle unsere Taten, Gefühlen, Gefühle, Gedanken, auch die Dinge um uns herum, die uns beeinflusst haben, Entscheidungen zu treffen, auch die negativen Dinge, die uns widerfahren sind, alles kommt ins Gericht. Und dann werden wir mit Jesus diese Biografiebücher studieren können. Wir werden an der Seite von Jesus sitzen. Und während wir diese Bücher öffnen, wird Jesus dich fragen: Hätte ich noch irgendetwas machen können, um. Peter, Sarah, Christina oder Leon zu retten. Wir sehen die Aufzeichnung Gottes, wir sehen seine Bemühungen, wir sehen, wie die Engel unheimlich im Hintergrund am Wirken waren, damit jeder Mensch Erlösung finden kann. Und wir verstehen, dass Jesus alles unternommen hat, um jeden Menschen zu retten. Bücher wurden aufgetan. Offenbarung 20, Vers 12. Gott. Versteckt sich nicht vor uns, eröffnet diese Bücher in den tausend Jahren. Angenommen, du wirst im Himmel sein. Dein Sohn, deine Tochter, dein Freund wird nicht dort sein. Du wirst dich fragen, warum? Da steht Jesus mit den Tränen in den Augen und sagt, hier ist das Biografiebuch, Biografiebuch von deinem Mann. Du siehst, ich habe alles unternommen. Aber er war in der Kirche, hat immer so nach außen getan, ein heiliges, tolles Leben. Aber heimlich hat er dann Dinge getan, wo keiner da war, in der dunkelsten Nacht, die Sünde waren. Er hat sich von mir getrennt und er hat diese Sünde, diese Sucht nicht gelassen. Er hat niemals um Vergebung gebeten, deswegen ist er verloren. Hier steht es in dem Buch drinnen. Und da werden wir, uns, werden wir uns vielleicht fragen, du ähm, Gott, warum ist diese Person hier im Himmel? Ich verstehe das nicht. Diese Person hat immer so anders gelebt. Das war mein Nachbar und der hat immer seine Frau angeschrien. Und ich habe gedacht, äh, mit dem stimmt irgendwas nicht. Aber der Mensch ist heute hier. Du kannst Du mir die Frage beantworten und Gott sagt, ciao, hier, dein Nachbar, der dich beobachtet. Und der hat gesehen, dass du Christ bist, dass du danach gelebt hast und er hat kurz vor seinem Tod, er hatte Krebs damals, hat er sich für mich entschieden. Und deswegen ist er heute hier. Er hat diese Entscheidung genutzt. Was werden wir tun werden in tausend Jahren? Wir werden die Gerechtigkeit und die Liebe Gottes erkennen. Und wir werden verstehen, wie genial Gott ist. Und wir werden ihn anbeten mit den Worten: Gerecht und wahrhaftig sind deine Werke, du König aller Könige. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen. Kraft, Reichtum, Weisheit, Ehre. Ehre, Ruhm und Lob für immer und ewig. Während den tausend Jahren sehen wir zwei Dinge: Gottes Gerechtigkeit in seine Liebe, zweitens Satans Lüge und die Folgen der Sünde. Gott schenkt Leben, Satan bringt den Tod. Jede aufkommende Frage wird Jesus beantworten. Hast du dich schon mal jemals gefragt, ähm, warum ist das in meinem Leben passiert? Warum ausgerechnet mir? Ich meine, ich verstehe das nicht. Warum hat Gott es zugelassen? Und dann wird Gott zu dir sagen, also damals war das deine eigene Fehlentscheidung und deswegen ist das und das mit dir passiert. Oder andere Menschen haben falsche Entscheidungen getroffen und deswegen ist dir das widerfahren. Oder Gott wird sagen, weißt du, ich habe das damals zugelassen, weil ich dich liebe. Und wir werden dann erkennen, dass Gott diese Dinge bewusst hat auf uns einwirken lassen, weil er daraus einen Plan für uns entwickelt hat. Wir werden verstehen, er hat diese Dinge zugelassen, damit wir näher zu ihm kommen wir werden Gott lieben und uns freuen, dass er auch die Herausforderungen, die Probleme und Konflikte in unserem Leben hat aufkommen lassen, damit wir eine tiefere Beziehung zu ihm haben im Endeffekt bei ihm sind auf der neuen Erde. Die Bibel sagt in 1. Korinther 6 Vers 2 und 3: "Oder wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wisst ihr nicht, dass wir über Engel richten werden?" Wow, über Engel richten. Wir werden dabei sein und sehen, wie gerecht Gott Gericht führen wird. Was sind die Ereignisse, die während der tausend Jahre stattfinden. Hier die Wahrheit über die tausend Jahre. Die Gläubigen sind im Himmel, die toten Ungläubigen bleiben tot, Satan und seine Dämonen sind auf der Erde gebunden und die Erde bleibt was? Verwüstet. Ja, und was passiert nach den tausend Jahren? Welche Ereignisse finden nach dem Millennium statt? Die Bibel gibt wieder eine Antwort. Die Wahrheit ist hier spannender als jede Fiktion, viel aufregender als jede Netflix-Serie hier. Das sagt das Wort Gottes. Die toten Gläubigen werden auferstehen. Moment mal, sagst du, steht das wirklich so in der Bibel? Ja. Lesen wir die Bibel gemeinsam. Die übrigen der Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die tausend Jahre vollendet waren. Also die übrigen der Toten, das ist wer? Das sind die Ungläubigen. Die stehen dann auf, wann nach den tausend Jahren? Die Ungläubigen. Bei der Wiederkunft Jesu wurden ja durch Feuer vernichtet. Und dann gab es ja schon Ungläubige, die tot bei der Wiederkunft Jesu waren. Und die waren weiterhin tot. Und so gibt es also einen Zeitpunkt in der Geschichte des Universums, wo alle Ungläubigen auferstehen werden. Das ist nach den tausend Jahren. Wie geht es weiter? Es gibt zwei Auferstehungen. Die Auferstehung zum Leben und die Auferstehung zum Gericht. Übrigens, bei welcher Auferstehung willst du gerne mit dabei sein? Meine Wunsch, meine Sehnsucht ist es, dass wir alle, bei der Auferstehung zum Leben dabei sind. Die eine Auferstehung, da erleben wir Jesus Christus als unseren Retter. Bei der anderen Auferstehung erleben wir Jesus als unseren Richter, der uns im Endeffekt verurteilt, wenn wir uns, gegen, uns gegen, gegen ihn entschieden haben. Und Jesus möchte so gern, dass du bei der Wiederkunft Jesu mit dabei bist und dich freust auf seinen Kommen. Hier das, was nach den tausend Jahren passiert. Und wenn die tausend Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden. Was heißt das? Jetzt sind alle Ungläubigen, die jemals gelebt haben, plötzlich zum Gericht auferstanden und nun kann Satan die Menschen wieder verführen. Vorher war er alleine mit den Dämonen, aber jetzt sind die Menschen da und er kann Vollgas geben und alle mit in den Kampf ziehen, um Jesus Christus vom Thron zu stürzen. Und er wird ausgehen, um die Heidenvölker zu verführen, die an den vier Enden der Erde leben. Die Ungläubigen sind auferstanden, so wie sie gestorben sind. Werden sie zum Leben erwacht. Ihr Charakter ist immer noch böse. Das heißt, da ist der gleiche Zorn, Hass, Egoismus, mit dem sie in das Grab gestiegen sind. Stell mir vor, wie die Erde von unzähligen bösen Menschen erbeben wird. Und da ist Satan, er wird die Ungläubigen verführen. Satan weiß, das ist seine letzte Chance, seine letzte Möglichkeit. Und er sagt, ich bin der Messias. Vielleicht wird er auch Kranke wieder heilen und irgendwelche anderen Wundertaten vollbringen, neue Waffen entwickeln und zu sagen, jetzt wollen wir Gott angreifen. Da steigt die heilige Stadt Gottes aus dem Himmel herunter und Satan sieht die Millionen verlorener Menschen und ruft sie auf. Wir können diese Stadt einnehmen. Das ist unsere letzte Chance. Wir können Jesus vom Thron stürzen. Wir können Gott für immer besiegen. Wir können das Universum regieren. Ich bin der wahre Messias. Ich bin der Löser. Ich kann euch nur Glück geben. Auf in den Kampf. Der Teufel organisiert eine riesige Armee, während diese heilige Stadt aus dem Himmel herabkommt. Wo haben wir diesen Text dafür? In Offenbarung 21, Vers 2. Ich sah die heilige Stadt, das Neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Das ist eine festliche Zeit. Die Engel singen Halleluja. Die heilige Stadt, das Neue Jerusalem, komme vom Himmel herab auf diese Erde. Es gibt da nur zwei Gruppen. Die einen sind in der Stadt, die anderen sind außerhalb der Stadt. Es gibt nur zwei Parteien. Die einen haben sich für Jesus entschieden, die anderen haben gegenüber ihm rebelliert. Es gibt dann nur zwei Seiten, die Erlösten und die Verlorenen. Es gibt dann im Endeffekt nur zwei Menschengruppen. Die einen lieben von Jesus von ganzem Herzen, die anderen hassen ihn abgrundtief. Es wird dann keine zweite Chance mehr geben. Heute können wir, du und ich, wir können uns entscheiden, zu welcher Gruppe wir gehören wollen. Auf welcher Seite willst du heute sein, mein Freund? Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und Gott wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihr sein, ihr Gott. Da steigt die heilige Stadt aus dem Himmel herab und mit ihr kommt natürlich auch Gott auf diese Erde. Gott ist unser Nachbar. Wir, die gläubigen Menschen, befinden uns in der Stadt mit Gott. Und außerhalb der Stadt, wer ist da? Da sind die Ungläubigen. Amen. Und sie steigen, sagt die Bibel hier, herauf auf die Ebene der Erde und umringen das Herrlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und dann es fiel Feuer vom Himmel und verzehrte sie. Was macht das Feuer Gottes vom Himmel? Es verzehrt die Sünde, Satan, die Dämonen, alle ungläubigen Menschen. Die Erde wird in Flammen aufgehen. Die Flammen reinigen die Erde, damit Gott die Erde neu erschaffen. Mit unseren eigenen Augen werden wir sehen, wie Gott alles neu macht. Das Feuer der Hölle wird für immer das Böse vernichten. Satan, Sünde und Tod wird es nicht mehr geben. Sünde ist brennendes Material in der Gegenwart Gottes. Wenn Gott die Sünde vernichtet, dann vernichtet er auch die Menschen, die an der Sünde festhalten. Die Bibel sagt im Malachi Kapitel 3 Vers 19, denn siehe der Tag kommt, brennend wie ein Ofen. Da werden alle übermütig und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Herrscher, sodass ihnen weder, Wurde noch Zweig übrig bleiben? Die Hölle existiert heute noch nicht, irgendwo im Universum. Sie ist noch Zukunft. Und die Hölle wird, was sagt der Text hier, wird die Gottlosen verbrennen. Es gibt also keine ewige Hölle. Interessant hier. Aber jetzt sagen einige Moment mal, gibt es nicht klare Texte in der Bibel, im Neuen Testament, dass wir doch eine ewige Hölle haben? Da steht es doch zum Beispiel in Offenbarung 14, sie werden brennen Tag und Nacht, sie werden keine Ruhe haben, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jetzt ist es wichtig, dass wir uns mal ein bisschen distanzieren von der deutschen Sprache und mal in den griechischen Urtext gehen. Hier im griechischen Urtext, da haben wir andere Bedeutungen für das Wort, das hier für Ewigkeit vorkommt. Ewigkeit kann, also die, die griechische Wortbedeutung, etwas anderes im Deutschen bedeuten. Es kann auch ein Zeitabschnitt sein, der Anfang und Ende hat. Hier ein Beweis aus Judas 7 dass Ewigkeit auch anders verstanden werden kann, wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie diese die Unzucht bis zum Äußersten trieben und anderem Fleisch nachgingen, nun als warnendes Beispiel dastehen, indem sie die Strafe eines was, eines ewigen Feuers zu erleiden haben. Brennen heute Sodom und Gomorra noch, wenn wir da hingehen würden? Natürlich nicht mehr. Sodom und Gomorra, ja, das ist Geschichte. Und hier haben wir den Hinweis in der Bibel, Ewigkeit meint nicht immer Ewigkeit, es kann... Anfang und Ende haben und die Konsequenzen sind aber ewig von diesem Feuer. Und so wird es auch sein in der Hölle, die noch Zukunft ist. Nach den tausend Jahren, nach dem Gericht, wenn Gott dann die Hölle senden wird, werden die Menschen brennen. Wer wird am längsten brennen? Natürlich wer? Satan. Und irgendwann wird dann Satan auch aufhören zu existieren. Die Folgen der Auslöschung von diesem Feuer sind ewig gültig. Das Böse wird nie wiederkommen ein Feuer hat Sodom und Gomorra vernichtet, so wird auch das ewige Feuer, also nicht die ewige Hölle, aber das Feuer, das ewige Konsequenzen hat am Ende das Böse für immer ausradieren. Es gibt keine ewige Hölle. Die Hölle ist zeitlich begrenzt. Stell dir vor, wir sind im Himmel, wir fliegen da herum und auf einmal im ewigen Reich Gottes, da sind wir da im Universum irgendeinem weit entfernten Planeten, merken wir so, das riecht aber so komisch, ein bisschen nach Rauch hier. Und dann fragen wir Jesus, du, ähm, was ist das da, dieser Ort? Und dann hören wir genauer hin, dann vernehmen wir Schreie von Menschen, die sich quälen und die Schmerzen haben. Und wir sagen, Jesus, was ist das hier? Und Jesus sagt, komm, komm, schnell weiterfliegen, das ist kein Ort für dich. Und dann sagt Jesus, das hier ist die ewige Hölle. Wird es so etwas geben? Nein, niemals. Es gibt keine ewige Hölle. Wir verurteilen Hitler für das, was er getan hat, etwa hat wahrscheinlich sechs Millionen Juden umgebracht. Könnte sein, dass Gott Menschen grausamer foltert als Hitler? Nein, niemals. Gott lässt nicht Menschen für immer am Leben und sie dann ewig am Brennen für Millionen von Jahren. Stell dir vor, du bist im Himmel und du siehst in der ewigen Hölle jemanden, den du unglaublich liebst. Kannst du dich dann freuen? Und dann würde ja auch das Böse immer ewig weiter existieren, oder? Aber Gott sagt, die Hölle wird eines Tages aufhören. 2. Petrus 3 Vers 7. Die jetzigen Himmel und die Erde werden durch dasselbe Feuer aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts und das, des Verderbens der gottlosen Menschen. Wenn du irgendeine Veranstaltung besuchst, dein Konzert, und du reservierst da zwei Plätze für dich, dann sind diese zwei Plätze reserviert für dich ganz persönlich, oder? Und so ist auch das Feuer hier reserviert für die gottlosen Menschen. Die Ungläubigen werden in der Zukunft erst verbrennen. Die Ungläubigen werden zu Asche, es wird keine ewige Hölle geben, das Universum wird rein werden. Krankheit, Leid und Tod wird es nie wieder geben, keine Einsamkeit mehr, keine Schmerzen, kein Krieg mehr. Gottes Liebe wird die Sünde nicht mehr tolerieren, er möchte ein heiliges Universum haben. Was wird das für ein Tag sein, wenn wir dann erleben werden, wie dieser Gott der Liebe das Universum neu schaffen wird. Die Bibel sagt, die Bösen dagegen werden zugrunde gehen, die Feinde des Herrn verwelken wie die Blumen auf dem Feld, wie Rauch, der sich auflöst, vergehen sie. Die Bösen vergehen, werden nie wieder zuvor hervorkommen. Aus der Asche der vergangenen Welt erschafft Gott hier einen Garten Eden. Wir werden diese Schöpfung Gottes neu erleben. Man sagt vielleicht Gott, hier möchte ich gerne einen Berg stellen. Und dann steht da ein Berg. Man sagt Gott, hier würde ich gerne eine schöne Wiese haben oder da einen Wasserfall. Und Gott wird das füllen mit Leben. Wir sind live mit dabei. Wow, was für ein gewaltiger Moment wird das sein. Das werden wir sehen, wenn wir Gott treu sind. Ich freue mich auf diesen Tag, diese schöpferische Kraft Gottes live zu erleben. Und dann können wir diesen Planeten Erde bevölkern und Gott wird unser Nachbar sein. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden und auch das Meer war nicht mehr da. Was wird das für ein Tag sein? Da wird es keine Sünde mehr geben. Jemand sagt vielleicht, Pastor Daniel, das begeistert dich aber. Weißt du, ich sehe Menschen, die schreien vor Freude, weil sie einen Ball in ein Tor geschossen haben. Und sie rennen diesen Ball hinterher und der Ball ist für sie alles. Und das ist für sie das Leben. Und wenn Menschen sich schon freuen über einen Ball, über so etwas Unwichtiges, was dann irgendwann im Netz zappelt, wie viel mehr sollen wir uns dann über etwas Reales freuen, was Realität werden wird? Die neue Erde, der neue Himmel. Ich sehne mich nach dieser Ewigkeit. Dafür schlägt mein Herz. Deswegen bin ich geboren, damit ich eines Tages mit Gott in der Ewigkeit sein werde. Dieses Leben hier ist oft frustriert und enttäuscht. Und ich habe es leid. Ich möchte gerne bei Jesus sein. Wie ist es mit dir? Es wird Realität werden. Jesus Christus kommt wieder. Da war eine Frau eines christlichen Pastors, die Gott fragte: Gott, zeig mir deinen Charakter. Ich möchte gerne verstehen, wie du bist. Wie fühlst du, wenn Menschen verloren gehen? Wie sehr liebst du jeden einzelnen Menschen? Eines Nachts hatte diese Frau einen Traum. Da war sie im neuen Jerusalem. Sie sah Jesus. Aber ihr fiel auf, dass Jesus nicht gelächelt hat, sondern er war am weinen. So fingen sie an, die Leute um sich herum zu fragen, warum ist Jesus traurig? Warum weint Jesus? Während sie dort am Nachforschen war, stellte diese Frau plötzlich fest, dass ihr Sohn nicht im neuen Jerusalem war. Der war einfach nicht da, sie konnte ihn nicht finden. Sie fragte sich, kann es sein, dass mein Sohn es nicht geschafft hat, dass er verloren ist? Und tatsächlich, sie sah dann ihren Sohn außerhalb des neuen Jerusalems. Sie konnte durch die Mauer hindurchsehen und da war ihr Sohn unter den Ungläubigen. Er war gerade auferstanden und sie wollte so sehr, dass ihr Sohn in das neue Jerusalem, in die Gegenwart Gottes kommt, zu den Erlösten gehört. Und irgendwie versuchte ihr Sohn, einen Eingang zu finden ins neue Jerusalem, aber er kam nicht hinein. Das war alles dicht und rief: Mama, Mama, lass mich hinein. Aber das war nicht möglich. Neben ihr tauchte ein Engel auf und sagte, dein Sohn ist verloren. Er hat sich gegen Jesus entschieden. Dein Kind wird für immer von dir getrennt sein. Jetzt ist es an der Zeit, dass dein Kind verschwindet. Es ist deine Aufgabe, dein Kind umzubringen. Und die Mutter sagte, was? Nicht? Mein Kind? Ist doch unmöglich. Und in diesem Moment, da wachte sie auf. Und auf einmal verstand diese Frau, wie sehr Gott jeden Menschen liebt. In Gottes Augen sind wir alle seine Kinder. Gott hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Und Gott hat unglaubliche Schmerzen. Das ist ein großes Leid für ihn. Er weint, wenn er Sünder vernichten muss. Denn diese Sünder sind seine Kinder, seine Geschöpfe. Aber Gott muss. Er kann nicht anders. Um uns davor zu bewahren, warnt Gott uns. Und er ruft uns auf. Er rüttelt uns. Er sagt, ich liebe dich, mein Kind. Komm auf meine Seite, entscheide dich für mich. Ich möchte dich gerne glücklich machen, ich möchte dir vergeben, einen Neustart, ein echtes, erfülltes Leben geben. Jesus Christus hat kein Gefallen, so steht das in Jesikel 33, Vers 11, an den Tod eines gottlosen Menschen. Er freut sich viel mehr darüber, wenn ein Mensch sein Verhalten ändert und ein neues Leben bekommt. Und wo möchtest du sein, ganz am Ende? Da ist das eine Ende, das ist die Wiederkunft Jesu. Da gibt es zwei Gruppen. Möchtest du zu der Gruppe gehören, die sich auf Jesus freut, die sagt, endlich ist er da, mein Erlöser, und du kannst es kaum erwarten, Jesus in deinen Arm zu halten? Oder willst du zu der anderen Gruppe gehören, die sagt, Jesus, ich kann dich nicht sehen, ich kann dich nicht ertragen. Und du willst lieber sterben, als in die Augen Jesu zu blicken. Da wird es zwei Gruppen geben bei der Wiederkunft Jesu. Wo möchtest du sein werden in tausend Jahren, möchtest du gerne im Himmel sein mit Jesus regieren, Gericht halten, die Freude des Himmels erfahren? dieses spazieren gehen ihn anzubeten oder willst du im tod hier während den tausend jahren auf der erde sein wo möchtest du gerne nach den tausend jahren sein zu welcher gruppe möchtest du da gerne gehören möchtest du gerne im jerusalem sein oder außerhalb von jerusalem sein es wird dieser moment kommen wo wir alle irgendwo stehen innerhalb oder außerhalb dieser stadt Vielleicht werden wir, uns auch, werden wir uns auch sehen können, wie in einem Traum dieser Frau. Ich weiß es nicht. Aber es gibt dieser Zeitpunkt, wo ersichtlich ist, wer wo steht. Dreimal bei der Wiederkunft Jesu werden in tausend Jahren und danach in tausend Jahren. Die einen werden ewig leben, die anderen werden für immer von Gott getrennt sein und nie wieder hervorkommen. Mein Wunsch ist es, dass wir alle immer an der Seite von Jesus sind. Und wenn wir das in der Zukunft wollen, warum nicht heute, warum nicht hier und jetzt? Wäre es nicht ein guter Moment, heute zu sagen, Herr Jesus, ich will dir treu sein, ich möchte gerne dein Kind sein, ich möchte gerne deine Hand nehmen und mit dir leben. In der Bibel lesen wir, in 1. Johannes Kapitel 5, wer den Sohn hatte, hat das Leben. Wir lesen auch in Johannes Kapitel 1, wie viel ihn aber aufnahmen, dem Gab er Macht, Kinder Gottes zu sein. Wie kannst du dich für Jesus entscheiden, indem du sagst, Herr Jesus, ich will dein Kind sein, ich möchte dir gerne treu sein und dir nachfolgen? Mit einem Gebet, mit einem Anruf kannst du das machen. Du musst zu Jesus keine WhatsApp-Nachricht schicken. Nein, du kannst einfach direkt mit ihm kommunizieren. Und da gibt es keine Probleme manchmal, dass die Internetverbindung nicht steht. Nein, Jesus ist immer da und versteht dich und er hört dich. Und du musst auch nicht warten, bis dann das blaue Häkchen zu erscheinen ist und Jesus eine WhatsApp-Nachricht gelesen hat. Jesus hört sie sofort und Jesus antwortet auch sofort. Und wenn du zu Jesus kommst, wirst du in diesem einen Moment Glück und Zufriedenheit spüren, diesen tiefen, echten Frieden. Dann bist du ein Kind Gottes und nichts kann dich mehr trennen von Jesus. Willst du diese Entscheidung für Jesus heute treffen, jeden Tag aufs Neue, dann lass uns gemeinsam beten. Herr Jesus im Himmel, danke dafür, dass du heute zu uns geredet hast, klar und deutlich. Bei der Wiederkunft Jesu, während in tausend Jahren und nach den tausend Jahren gibt es zwei Menschengruppen. Wir alle wollen, Herr Jesus, auf der richtigen Seite stehen. Wir wollen dir gerne treu sein und deinen Willen tun. Herr, wir sündigen so oft und fallen. Und es ist manchmal so schwer, wieder aufzustehen. Ich bitte dich, Herr Jesus, dass du uns Kraft und Mut gibst, dass du uns aufrichtest unser neues Herz schenkst, dass wir deinen Willen tun. Hab Dank dafür, dass du unser Gebet erhört hast, nach deinem Willen. Im Namen Jesu. Amen. Liebe Freunde, ich möchte euch einladen zu unserem nächsten Vortrag. Da geht es um das Thema das jüngste Gericht. Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Wann kommt endlich die ganze Wahrheit ans Tageslicht? Wie hält Gott Gericht? Und wie kannst du im jüngsten Gericht freigesprochen werden? Komm und sei dabei. Erlebe, wie das Gericht eine frohe, positive Botschaft für dein Leben ist. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.